Maroni! Servus, grüezi und hallo! Gute Laune sowieso, denn Musik macht alle froh. Servus, grüezi und hallo! Singen und jeder freut sich auf der Welt, weil uns doch Deutschland, das schöne Österreich und auch die Schweiz so gut gefällt. Servus, grüezi und hallo, gute Laune sowieso, denn Musik macht alle froh. Servus, grüezi und hallo. Grüezi und hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind heute am Bodensee. Unser Gruß passt ja wortwörtlich hierher ins Dreiländereck. Denn die Schweiz, Österreich und Deutschland teilen sich die Seeufer des Schwäbischen Meeres. Und wir laden Sie jetzt ein zu einer Spritztour rund um den See. Von Land zu Land, von Melodie zu Melodie. Übrigens, da drüben liegt Konstanz. Man nennt es auch das Stadtjuwel am Südufer. Wissen Sie eigentlich, liebe Zuschauer, warum das Klima hier so besonders mild ist? Oder Margot, weißt du? Ja, vermutlich deshalb, weil das oberschwäbische Hügelland und die Alpen die ganze Region abschirmen. Und der See selber wirkt ja sowieso wie ein Wärmespeicher. Da schau her, wie du das sagst. Da wird schon stimmen, gell? Du, aber schau doch bloß einmal da raus, wie es dazu geht. Von überall nach überall fahren da die Schiffe und die Fähren. Es ist wirklich schön. Mei, da wäre ich jetzt auch gern. Mitten auf dem Bodensee.
Wir fahren nicht über den See, sondern um den See. Und zwar in diesem schönen Cabriolet. Du, schau doch einmal bitte in deinem Reiseführer nach, was da für die Fahrt nach Linda alles drinsteht. Ja, das mache ich schon. Und du holst jetzt bitte ein bisschen Brotzeit für unterwegs, gell? Ist schon recht, bitte. Thank you.
Hast du was gefunden in deinem Reiseführer? Ja, da steht einiges drinnen. Aber lies doch einmal vor. Ja, du fahren wir doch erst einmal los und dann lese ich das vor. Gut. Gell? Sind wir jetzt eigentlich auf der B31? Ja, auf der fahren wir jetzt. Da steht nämlich: Entlang der B31 erschließen sich dem Besucher von Meersburg aus die größten Weingebiete des Bodensees. Da gibt es doch bestimmt Weinlokale. Du, da müssten wir jetzt Zeit haben zum Einkehren. Ja, da steht ja: Weinlokale in romantischen Orten inmitten der Weinberge erwarten den Gast. Einer der schönsten Orte am Schwäbischen Meer ist Wasserburg. Der Blick auf die Halbinsel mit der Georgskirche und auf das Fuggerschloss ist wirklich ganz besonders malerisch. Sind wir da in Lindau? Tja, und somit auf bayerischem Boden. Stimmt es eigentlich, dass man Lindau auch das schwäbische Venedig nennt? Ja, so steht's im Reiseführer. Du, lass uns doch jetzt zum Hafen fahren, da ist der alte Leuchtturm, dann der bayerische Löwe. Und wenn ein der so anschaut, da weiß man schon, wer hier das Sagen hat. Ja, das stimmt. Aber jetzt geht's ja nicht um Sagen, sondern um Singen.
ein schönes Lied, gell? Gar nicht. Du, wie schaut's denn in Wirklichkeit aus? Gibt es eigentlich noch hauptberufliche Fischer am Bodensee? Also, da steht herinnen. Der See ernährt noch gut 150 Fischer. Und darunter sind sogar einige Fischerinnen. Aha. Und was fangen die? Die Fische des Bodensees sind eine köstliche Spezialität. Ganz besonders zu empfehlen sind die Blaufälchen, auch geräuchert. Außerdem isst man hier auch Egli. Das ist eine Barschart. Das klingt alles ganz verlockend. Okay. Und weißt, was ich dir jetzt sag? Ich habe einen Mordshunger beieinander. Ja, da fahren wir jetzt nach Bregenz in Österreich. Und da packen wir unser Brotzeit aus. Also auf geht's. Jawohl. Die Altstadt dazu, all das und noch viel anderes mehr.
außerdem liegt diese herrliche Stadt am Ufer vom Schwäbischen Meer. Bregenz, mein Bregenz, zerfreute alte Stadt, wo meine Wiege schon einst gestanden hat, wo meine Kindheit ich glücklich hab verbracht. Gebhardsberg, die schöne Flut, die Seepromenade, der Fischersteg, all das gehört auch dazu. Und sitzt du am Abend am See auf der Bank, wenn langsam die Sonne versinkt, dann spürst du im Herzen ein klein wenig weh, wenn leise ein Lied erklingt. Bregenz, mein Bregenz, verträumte alte Stadt, wo meine Wiege schon einst gestanden hat, wo meine Kindheit ich glücklich hab verbracht. Wenn ich Ihnen das zurufe hier am Bodensee, dann wissen Sie schon, dass wir jetzt vom südlichsten österreichischen Zipfel in die Schweiz kommen. Margot, Gottlieben ist unser Ziel, gell? Ja, ist recht. Ja, das ist ein ganz zauberhafter, romantischer und historischer kleiner Ort. Ich freue mich schon auf die Fahrt. Und für Sie, liebe Zuschauer, gibt es bestimmt auch viel Schönes zu sehen. Erfüllen, da möchte ich sein.
solche Sehnsucht nach dir, o Isola Bella. An deinen schneeweißen Stränden bleibt niemand allein. Isola Bella, wo die Blumen in blühenden Farben der Blumen wie Lichter, wo der Kummer entflohen, dort sieht man nur frohe Gesichter. Auf der Insel der Träume, da wär ich so gerne zu Haus. Isola Bella, wo die blinkenden Sterne in tieflauer Ferne verschwinden. Du bist so gut verborgen, dass dich auch die Sorgen nicht finden. Isola Bella, Isola Bella. Solche Sehnsucht nach dir, o Isola Bella. An deinen schneeweißen Stränden bleibt niemand allein. Isola Bella, wo die Blumen in blühenden Farben erblühen wie Lichter, wo der Kummer entflohen, dort sieht man nur frohe Gesichter. Auf der Insel der Träume, da wär ich so gerne zu Haus. Isola Bella, wo die blinkenden Sterne in tiefblauer Ferne verschwinden. Du bist so gut verborgen, dass dich auch die Sorgen nicht finden. Isola Bella, Isola Bella, Isola Bella. Isola Bella. La, 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 la. Thank you.
Städtelen hinaus, Städtelen hinaus, oh, und du, mein Schatz, bleibst hier. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wieder komm, wieder komm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir. Kann die kleine Karmel bei dir sein, hab ich doch mein Freund an dir. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wieder komm, wieder komm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir. Also ich glaube, unserem Oldi, da ist der Schnauf ausgegangen. Meinst du, dass wir zwei den zum Fahren bringen? Na ja, das schon, aber ich sehe schwarz, ob wir da noch bis Schaffhausen kommen. Hm. Und dabei wäre das doch so eine wunderschöne Strecke. Mei, die schönen Orte dem Untersee entlang und dann noch am Rhein entlang bis Schaffhausen, das muss man einfach gesehen haben. Wir machen Ihnen einen Vorschlag, liebe Zuschauer. Fahren Sie doch schon einmal ohne uns mit der Kamera voraus. Und wenn unser Auto dann wieder fährt, haben wir Sie sowieso gleich eingeholt. Ein offener Blick,
der Welt, wie ein Spiegel, der dich froh und sorgelos sieht. So ist dein Leben, wenn jemand dich liebt. So ist dein Leben, wenn jemand dich liebt. Schon gemerkt, dass wir sie nicht ganz so schnell eingeholt haben. Aber nun sind wir auf der Mainau, mitten im Überlinger See. Diese Insel ist ja wirklich ein Paradies, ein Garten Eden. Den man ganz einfach über die Fußgängerbrücke erreicht. Oder vielleicht mit einem der vielen Schiffe, die hier anlegen. Bestimmt haben Sie alle schon einmal von der Mainau gehört und sicher auch vom Grafen Lennart Bernadotte, dem Herrn auf Mainau. Er ist sozusagen der erste Gärtner der Nation und Graf und Gräfin haben einen ganz besonderen Leitspruch. Nämlich Gärtnern des Menschen und der Natur willen. 60 Gärtner sind das ganze Jahr über damit beschäftigt, diesen Leitspruch zu verwirklichen. Und es ist bestimmt eine schöne Aufgabe, diesen Paradiesgarten hier zu hegen und zu pflegen. 2 Millionen Besucher kommen jährlich auf diese Insel, um die Blütenpracht zu bewundern. Und wir freuen uns sehr, dass wir heuer auch dazu gehören. Thank you.
Unsere musikalische Reise rund um den Bodensee geht nun langsam zu Ende. Hoffentlich hat es Ihnen so gut gefallen, dass Sie uns auch beim nächsten Mal wieder begleiten. Denn genau wie hier am Bodensee wollen wir Sie mit Servus, Grüezi und Hallo durch andere schöne Gegenden Deutschlands führen. Und weil so eine musikalische Reise immer viel zu kurz ist und man nur ganz wenige Schönheiten zeigen kann, gibt es jetzt ein Buch zu dieser Sendung. Da können Sie dann Interessantes, Lustiges oder Kurioses selber nachlesen. Oder nachhören, denn von den schönsten Melodien gibt es auch eine Schallplatte. Ja, dann können wir nur noch Dankeschön sagen fürs Zuschauen und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Für gut, bleibt gesund und Servus. Grüezi und Hallo. Noch lang ist nicht Schluss bei Ernte.